Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem Channel. Herzlich willkommen zu einer neuen versprochenen Roomtour auf meinem Channel. Ihr habt es vielleicht schon zum Anfang dieses Videos gesehen. Ich habe ein wenig meine beiden Monitore gefilmt. Also das sollte sozusagen eine kleine Einführung sein. Ich beginne jetzt einfach mal mit, natürlich mit den wichtigsten, mit meinem Arbeitsplatz. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich eigentlich so meine Let's Plays aufnehme und wie ich das alles so handhabe. Ich würde sagen, ich beginne jetzt und zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Es könnte auch ein bisschen sein, dass es jetzt ein bisschen ein Hintergrundgeräusch gibt oder so von meinem Stuhl oder meinem Gaming-Stuhl, wie auch immer. Und vielleicht könnte das Video jetzt auch nicht so gut werden, denn ich halte meine Kamera aktuell in der Hand. Von daher ist das alles ein bisschen komplizierter als sonst. Und vom Ton her, liebe Leute, könnte es auch ein bisschen hoch sein. Also ich probiere wirklich noch das Beste daraus rauszuholen, dass ich mal ein bisschen bassiger die Stimme hervorheben kann. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Also ihr seht hier schon mal meine beiden Monitore. Ich habe meine beiden Monitore eingeschaltet und auch meinen Channel geöffnet. Seht ihr auf der linken Seite das neueste Video von Notruf 112. Das trägt den Namen Error, Einsatz der Superlative. Das hatte ich ja gestern am 27.11.16 hochgeladen. Und dann seht ihr auf der rechten Seite die Diskussions Runde. Ach nee, halt. Ich bin auf der Kanalinfo, also da seht ihr meine Beschreibung. Ich kann es einfach mal kurz vorlesen, was hier alles auf meinem Channel zu sehen ist, an alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Ich zoome einfach mal kurz ran, dass ihr das vielleicht auch ein wenig lesen könnt. Und dann beginne ich jetzt einfach mal. Herzlich willkommen, mein Name ist Robin oder auch bekannt unter den YouTube-Namen Premium Paule. Warum ich Let's Plays produziere? Ganz einfach, weil ich meinen Spaß an Spielen mit euch zusammen teilen möchte. Was gibt es bei mir zu sehen? Bei mir erlebt ihr eine spannende Welt zwischen Simulation, Survival, Action und Co. Ich mag fast alle Genres an Games, einzigste Hauptsache, es muss mir Spaß bereiten. Das ist natürlich das Wichtigste, wenn man einen YouTube-Kanal besitzt oder halt Let's Played. Der Sendeplan ist aktuell der LS17, der LS15, Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, Minecraft, Vlogs, Reviews und mehr. Demnächst zu sehen gibt es erstmal nichts, aber demnächst, liebe Leute, kommt ja ein wirklich gutes Spiel aus dem Hause von welche Firma ist das eigentlich? Also, ich sage es einfach ganz kurz, Watch Dogs 2 wird demnächst erscheinen. Natürlich gibt es dann auch auf meinem Channel ein Review dazu. Okay, liebe Leute, dann beginne ich jetzt mal damit. Also, ich denke mal, das fragen sich auch sehr viele, wie ich eigentlich meine Let's Plays produziere, wie das alles funktioniert und so weiter etc. pp. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz und beginne jetzt einfach mal damit. Also, ihr seht hier auf der linken Seite mein Mikro, das habe ich immer so an der Seite zu stehen, wegen des Kabels und so weiter und dass mir das nicht vor der Linse steht und so weiter. Dann stelle ich das einfach ganz normal vor mir, so dass ich auch noch etwas sehen kann, natürlich nicht so direkt vor den Augen. Und dann ist das eigentlich nur noch so. Ich habe jetzt sozusagen hier meinen Mund dran, so ungefähr 50 cm davon ab oder so. Also ich bin jetzt nicht mit Maßen jetzt irgendwie vertraut gemacht worden. Aber so wie ich das immer eigentlich mache, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Dann sitze ich eigentlich ganz normal da, da unten sieht die Tastatur. Also da würde ich dann halt zum Beispiel LS15 spielen mit der Feuerwehrmod und so weiter. Und dann würde ich da halt ein Let's Play drüber machen. Dann habe ich hier ganz normal eine Maus, die vielleicht auch jeder kennt. Das ist die Dekos Speedline Gaming Maus. Ein wirklich, ja, cooles Ding, was ich jetzt schon mittlerweile fast 3 Jahre besitze. Also es hält schon auf jeden Fall was aus. So, mein Aufnahmeprogramm, das Wichtigste eigentlich vom allen ist das Programm, das ich benutze. Das ist nicht Fraps, das ist Action von den lieben Herstellern von Mirelis. Ein wirklich sehr, sehr gutes Programm und falls ihr das auch haben wollt, liebe Leute, dann dürft ihr das natürlich auch euch zulegen oder auch nicht. Es gibt eine Demo-Version, wenn mich nicht alles täuscht, die ungefähr 30 Tage geht. Ich weiß jetzt aber nicht ganz genau. Und dann gibt es natürlich ein private ein privates Programm, in dem man
zum Beispiel Videos, Let's Play, so wie ich das mache, und das kostet, ich glaube, ungefähr 25 Euro oder 30, war mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, der Preis ist schon gesunken. Also wie gesagt, das ist Ellie Action von Mirelis, weil, ja klar, Ellies, genau. Und hier seht ihr mich gerade, ich schalte einfach mal kurz durch, also das ist meine Kamera, vielleicht seht ihr das gerade. Ich zoome einfach mal ein bisschen kurz ran und dann seht ihr mich, hallo, hier, also ihr seht mich jetzt in dieser Webcam noch einmal, also Kamera in Kamera sozusagen. Also hier sitze ich gerade aktuell und zeige euch mal ein bisschen hier was, wie ich so arbeite, was mein Channel so ausmacht und so weiter. Okay, also ich würde dann ganz normal jetzt zum Beispiel einen Rahmen auswählen und dann müsste ich eigentlich bloß mal die Aufnahmetaste drücken, falls ihr das jetzt seht. Ich zoome einfach noch einmal ran, dass ihr das auch ein bisschen besser erkennt, und dann würde ich einfach ganz gewohnt die Aufnahme starten. Dann habe ich hier das Video, dann drücke ich Speicherordner öffnen und dann habe ich meine Videos hier aufgereiht, die ich dann natürlich bearbeite. Kommen wir jetzt zum Bearbeitungsprogramm. Das trägt den Namen Video Deluxe 2014 Plus. Da gehe ich jetzt einfach mal rüber und zeige euch mal ein wenig das Schneideprogramm, das ich aktuell seit längerem auch schon verwende. So, dann habt ihr ganz normal die ganzen Schnittpunkte, also wo ihr die Videos reinfügen könnt. Ich nehme jetzt einfach zum Beispiel mal mein Intro, dann schiebe ich das rein und ja, ganz normal könnt ihr das dann starten und dann seht ihr das da oben. Oh, das war jetzt ein bisschen übersteuert auf jeden Fall, sondern kann man natürlich auch noch mehrere Videos dahinter packen und so weiter, Musik und etc. pp. Also das ist eine kleine Einführung zu Action und Magix Video Deluxe 2014, also das ist eigentlich das Wichtigste, was es eigentlich zu sehen gibt hier, wie ich arbeite, also von meinem Arbeitsplatz generell. So, liebe Leute, das ist erstmal mein Arbeitsplatz, also das Wichtigste eigentlich von YouTube, und das ist, wie gesagt, jetzt seht ihr das mal ein bisschen von oben, mein täglicher Arbeitsplatz, in den ich wirklich sehr, sehr viel investiere und auch wirklich sehr viele Let's Plays, ich versuche es zumindest, hochlade. Also vielleicht erkläre ich das euch gleich nochmal, warum es nicht so viele oder nicht jeden Tag Let's Plays auf meinem Channel gibt, so wie früher. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, aber vielleicht erfahrt ihr das noch jetzt in der Roomtour. Also ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Also jetzt bitte nicht wundern, es ist ein bisschen vermüllt, also das kommt jetzt auf den ersten Blick so vor, aber es ist nicht so. Hier habe ich ein bisschen Sachen rumzuliegen, ja, und hier ist etwas Weißes, was ist denn das? Das muss doch irgendeinen Grund haben, also das sieht aus, nee, das ist keine Baujacke oder irgendwie eine Jacke irgendwie so von, weiß ich nicht, Maurer oder so, nee, also das ist eine Kochjacke, liebe Leute, die hängt jetzt nicht hier, weil ich weiß gar nicht, warum die hängt, also die hat, ich glaube, einfach hier rüber gehangen und das war's. Also, vielleicht, falls ihr es noch nicht wisst, liebe Leute, bin ich ein Koch. Also ich bin zurzeit in der Ausbildung und mache meine Ausbildung zum Koch. Und das ist einfach nur eine Kochjacke hier, die einfach aus irgendwelchen Grund hier hängt. Und von daher komme ich jetzt einfach mal zu dem Punkt. Ich kann jetzt eigentlich auch nicht jeden Tag Videos produzieren, weil ich, wie gesagt, eine Ausbildung zum Koch mache. Und da arbeitet man wirklich auch relativ lange. Ja, und von daher schaffe ich das auch nicht von der Zeit. Natürlich, wenn ich frei habe, probiere ich wirklich jede Minute Let's Plays hochzuladen oder zu produzieren, zu schneiden etc. pp. Ja, und das klappt halt nicht immer, denn man hat ja auch ein privates Leben, in dem man noch was machen muss natürlich. Also da muss ich mich immer wirklich sehr, sehr hinaufraffen sozusagen. Also wie soll ich das sagen? Also ja, das sagt eigentlich am besten. Also ich saß, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Stunden an YouTube auf jeden Fall. Denn ich kann damit einfach nicht aufhören, weil es wirklich sehr, sehr doll viel Spaß macht. Ja, das ist das alles zu meinem Arbeitsplatz und zu meiner Ausbildung. So, liebe Leute, dann gehe ich jetzt einfach mal hier rum und zeige euch mal ein bisschen jetzt hier was. Ihr seht vielleicht das Weiße, das hier sich hervorhebt in meinem Zimmer. Das ist natürlich mein noch nicht offizielles T-Shirt für meinen YouTube-Channel. Das trägt den Namen Premium Paolo. Ein wirklich schönes T-Shirt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber ob ich das in Massen produzieren lassen werde, bin ich mir noch gar nicht so sicher, denn es ist, wie gesagt, noch eine, ich nenne es einfach mal so, also eine Alpha oder eine Beta von meinem T-Shirt. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das in weitere
T-Shirts produzieren lassen sollte, denn es war schon ein wenig teuer, muss man dazu wirklich mal sagen. Ich wollte einfach mal sehen, wie das so aussieht, aber auf den ersten Blick, liebe Leute, ist das wirklich schon sehr, sehr gut. Dann steht hier vorne auch noch Gameplays and More, also das ist ja mein Standardspruch eigentlich, den ich, weiß nicht, ja, ich schon seit Frühjahr irgendwie diesen Spruch, also Gameplays and More, Spiele, Let's Plays oder ja, Spiele und mehr, kann man eigentlich gar nicht besser sagen. Ja, das ist das zu meinem T-Shirt. So, dann gehe ich jetzt einfach mal hier rum. Ja, ach, die Sonne scheint natürlich wieder sehr, sehr deftig, obwohl es ganz schön kalt ist draußen. Hier seht ihr eine Couch und mein Fernsehen und natürlich, was ich natürlich auch besitze, eine PS4 und darunter müsste auch die PS3 noch sein, falls ihr das jetzt unten seht. Ja, das ist eigentlich alles, was ich nur zu erzählen kann. Hier oben sieht man noch ein paar Spiele von mir. Hier seht ihr eine Tasse, was ich auch wirklich sehr, sehr nice finde. Also guckt euch das an, da ist so ein richtig fetter Smiley drauf. Nach oben steht dann drüber Premium Paul. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also viele Grüße gehen nochmal an dich da draußen raus, der mir diese Tasse geschenkt hat. Also es war ja sogar eine Sieg, muss man dazu sagen. Also vielmals Dankeschön nochmal. Also falls du dieses Video siehst, du kannst dich jetzt freuen. So, dann habe ich hier natürlich auch noch ein paar Spiele zu stehen, die jetzt auch nicht mehr so aktuell sind. Darunter Battlefield 3, Landwirtschaftssimulator 11. Ups, jetzt habe ich das ein bisschen rausgehoben. Das müsste der OMSI sein, der OMSI-Bus Simulator 2. Werkfeuerwehrsimulator oder Werksfeuerwehr, LS13, GTA 4, Titanfall, der erste Teil, Wolfenstein The New Order, Arma 3, Battlefield 4, Rescue 2, Everyday Heroes, natürlich die Collectors Edition von den Landwirtschaftssimulator 15, die Collectors Edition von GTA 5 und die Collectors Edition von Rescue 2. Dann habe ich ein paar PS4-Spiele noch zu stehen. Das sind jetzt auch nicht so viele, denn ich kaufe eigentlich des Öfteren, also wenn ich mir ein Spiel kaufe, die Spiele über den PlayStation Store. Deshalb habe ich jetzt auch nicht so viele Spiele hier zu stehen. So, dann habe ich hier noch ganz, ganz viele PS3-Spiele, aber die zähle ich jetzt erstmal nicht auf. Vielleicht seht ihr die jetzt alle hier aufgereiht. Also ihr könnt einfach mal kurz schauen oder das Video einfach mal stoppen, was ich hier so habe. Und bitte, liebe Leute, fragt jetzt nicht unter diesem Video, wie ich jetzt auf PSN heiße, denn das gebe ich nicht weiter. Denn ich möchte auch noch ein bisschen privat bleiben. Das reicht mir schon, wenn ich wirklich einen Haufenweise Anfragen auf Steam bekomme. Okay, das ist mein Spielregal, das ist mein Fernsehen, wie gesagt, und meine PS4. Hier draußen haben wir schönes Wetter oder auch nicht. Und das, liebe Leute, ist mein kleines, aber feines Zimmer. Natürlich das Beste. Kommt eigentlich immer zum Schluss, aber das Beste kam jetzt schon zum Anfang. Also das ist hier, wie gesagt, mein wirklich nices Reich, das ich mir wirklich sehr gut aufgebaut habe. Also für einen Anfang ist das wirklich ausreichend, auf jeden Fall. Ich stelle das Mikro kurz nochmal zur Seite. Ups, jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben. So, und dann setze ich mich kurz nochmal hin. Und ich würde sagen, Leute, ich beende so eben gleich das Video. Aber vorher habe ich noch kurz was zu sagen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt auf die Linse bekomme. Seht ihr das? 3422 Abonnenten mit meinem neuen Channel auf YouTube. Ihr wisst es vielleicht, dass ich schon mal einen älteren YouTube-Channel hatte, auf den ich über 5000 Abos hatte und über 2,5 Millionen Klicks. Aber das ist alles Geschichte. Diesen Channel gibt es nicht mehr. Er existiert nicht mehr, weil er aus wirklich sehr schlechten gemeldet wurde. Und darüber kann ich jetzt auch nicht weiteres sagen. Ich habe das zu oft jetzt schon in meinen Videos erwähnt. Also das möchte ich jetzt nicht nochmal aufgrubbern oder aufsehen oder sonstiges. Und diesen Channel, liebe Leute, gibt es seitdem. Ich gucke mal, ob ich da jetzt hinkomme. Alter, steht ja da oben. Seit dem 10.03.2016. Ich habe schon mittlerweile 829.585 Aufrufe, 3.422 Abonnenten. Also das muss man sich wirklich mal reinziehen. Also es ist schon wirklich gigantisch, liebe Leute, was ihr leistet. Und ich denke mal, da sind auch wirklich ein Haufenweise an Leute dabei, die mich schon seit Anfang an begleiten. Darüber möchte ich mich nochmal wirklich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Ihr seid wirklich die Besten, liebe Leute, denn ohne euch würde ich das eigentlich alles gar nicht schaffen. Das sieht man zum Beispiel am LS17, LS15 und so weiter. Also ohne eure Ideen würde ich das eigentlich gar nicht alles packen, denn ich habe wirklich manchmal Ideenmangel. Also ich weiß echt nicht mehr, was ich dafür einsetze, machen soll, produzieren soll. Und da seid ihr wirklich meine letzte Rettung. Also liebe Leute, macht so weiter, wie ihr seid. Also nehmt euch das mal bitte jetzt durch den Kopf und klopft euch doch selber mal einmal auf die Schulter. Denn ihr
seid die Besten. Also vielmals Dankeschön. Ja, liebe Leute, ich beende jetzt dieses Video und ich hoffe, euch hat diese erweiterte Roomtour von mir gefallen. Also ich habe ja, wie gesagt, auch meinen Arbeitsplatz ein wenig verschoben. Der stand ja vorher hier an der Seite, also genau hier vor der Heizung. Aber jetzt habe ich das so mitten in den Raum sozusagen gestellt. Aber ich komme natürlich auch noch raus. Dahin ist die Tür. Aber so gefällt mir das einfach besser. Okay, liebe Leute, diese Roomtour geht jetzt schon mittlerweile eine Viertelstunde, also 15 Minuten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich eine positive Bewertung von euch freuen. Also einen Daumen nach oben, nicht nach unten, nach oben bitte. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, keine Frage. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.